Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Part von Alice. Wo ich mir die Freiheit genommen habe, hier diesen kleinen nervigen Froschreptil, was immer es auch darstellen mochte, den Chaos zu machen, bevor ich hier weitermache. Und mein nächstes Ziel ist wohl, an diese Leine ranzuklettern. Boah, ich liebe diese Leine. Habe ich das schon erwähnt? Ah, ich habe es sogar geschafft. Ich glaube, ich konnte mal... Ich kann hochklettern. Ah, ich habe die Taste dafür gefunden, wie ich hochklettern kann. Wieso treffen mich diese Bomben? So. Gut, gut. Wieso konnte ich die nicht vorher finden, diese Taste für die Bomben? Erstmal schnell speichern. Ach, Killer-Tulpe. Ich gibt's auch noch. Komm, wieso triffst du mich? Wieso triffst du mich? Komm, gib mir großes Leben. Nein, du gibst mir kleines Leben. Ich bin überaus enttäuscht. Kannst du nicht runterfallen und sterben? Genau so? Ey, du explodierst auch noch dabei, ist klar. Ich habe ein bisschen wenig Leben von allem. So, kletter hier hoch, Alice. Und wieso wirft alles in dieser Welt nach mit Bomben nach mir, ja? Also bitte. Ich will nicht auf diesen ominös wirkenden Pits springen, aber ich tue es trotzdem. Oh. Oh, scheiße, Trampoline. Ich habe sie immer gehasst. Das ist doch unfair. Ich bin genau durch dieses verdammte Seil. Oh, das Hieschen. Wird ja auch Zeit, dass ich es mal wieder sehe. Hui. You've taken your sweet time. What do you mean? You're the one who didn't wait. I have reasoned. Forget reasons. They're useless. Caterpillar is waiting. I remember him well. Thin-skinned, ill-tempered, smokes too much, disagreeable smell. Why do I need him? No one's wiser in Wonderland. Only he knows what you must do to save us. Now follow closely. The way is treacherous. We have so far to go and so little time to get there. So wenig Zeit. Wie immer. Genauso wie ich. Ich habe auch nie Zeit. Meine Güte. Was sind... Mein Gott. Komm. Verdammt, kein Mana mehr. Hat genau gepasst. Ich fasse es nicht. So, und jetzt kommt das, was ich am meisten hasse. Oh, es hat geklappt. Du bist zu gütig, du nettes Spiel, dass du mich tatsächlich leben lässt. Hätte ich niemals erwartet. Das ist doch nicht wahr. Komm. So, bevor ich jetzt hier immer meinen Golfschläger benutze, vielleicht erstmal mein Messer werfen. Genau so. Das ist gut. So spare ich Mana. Aber natürlich habe ich es auch direkt wieder verschwendet. Nein, du wirst keine Bomben nach mir. Und zack. Geht doch. Locker. So, ich habe sogar wieder eine respektable Menge an Leben. Und das scheint mir wie ein Weg, der nicht gerade passierbar ist im Moment. Also gehe ich andersrum. Wozu sind denn hier diese Riesenpilze? Wenn nicht... Ja, klar. So, kletter hoch, Alice. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, da sollte ich anscheinend nicht lang. Und was ist eigentlich mit diesen Steinkreaturen? Soll ich mit denen irgend noch was machen oder sind die einfach nur zum Spaß an der Freude hier anwesend? Und sollte ich da auch wirklich lang oder war das nur ein Weg zum Spaß an der Freude und toller Leute, kommst nicht hier lang? Ja. Naja, ich hoffe nicht. Gehe ich dann doch mal lieber hier lang. Bla, 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 bla. Zu viele Bomben. Vielleicht, wenn ich hier vorsichtig runtergehe. Was ist das denn? Mana? Komm. Geht doch. Hier ist wirklich Mana.
Aber ich mag Mana mit Lebensenergie kombiniert lieber. Ha? Nein, du triffst mich nicht. Perfekt ausgewichen. Ich schätze, dieser Sprung ist ein bisschen zu weit für mich. Der aber nicht. Dann schwinge ich mich mal zur nächsten Liliane da. Und vor... Vorher habe ich gesagt, ja, gut. Ich erinnere mich ein bisschen an Prince of Persia und all diese tollen Spiele, wo man so Lianen schwingen muss. Ich habe diese Passagen immer gehasst. Gut, dass ich hier das nochmal machen darf. Okay. So. Wieder auf den merkwürdig aussehenden Pilz schwingen. Mein Gott, das ist immer so merkwürdig. Dieses Springen. Ich komme darauf gar nicht klar. Kann ich so weit springen? Tatsächlich. Mein Gott, darauf muss ich erstmal... Komm, nimm das! Nein, nicht zu nah! Ein klassischer Overkill. So. Okay. Oh, was ist das? Ach, der hat seine Bombe geworfen. Na. Hey, müssen die hier, diese Käfer, die ganze Zeit diese Bomben da werfen? Das ist ultra nervig. Yeah! Und das war's für dich. Ey, mein Gott. Und das war's für sie. Okay. Wieder volles Leben und volles Mana. Finde ich super. Wow. Ey. Das sind übrigens Eicheln, oder? Explodierende Eicheln. Krass. Und da ist wieder die Saat für eine explodierende eine Killertuppe. Und das war dumm. Damn. Haha. Schnell speichern. Ach mein Gott. Ich gehe erstmal den anderen Weg. Vielleicht ist da ja was. Vielleicht geht's... Das sieht mir irgendwie nicht danach aus. Irgendwie nach einem Einwegtrip und das mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Nein, tue ich nicht. Also gehe ich mal hier lang. Merke dir, unterstützt den Sprung. Etwa so. Das ist... Das hat schon einen Plan. Das hat einen Plan. Wow, diese Teile saugen mich ein. Komm. So, danke. So, hat sich das jetzt gelohnt oder habe ich mich nur eigentlich selber umgebracht? Indem ich hier einfach leichtsinnig, wie ich bin, hingegangen bin. Was habe ich eigentlich da gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich habe es jetzt. Jetzt bin ich krass geworden. Hoffe ich. Hui! Jetzt muss ich wieder klettern, oder? Boah, ein Glück, dass der mich nicht getroffen hat. Dann hätte ich so einen Hals gekriegt. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich bin hier richtig. Hui! Hui! Also hier ist diese Attacke mit den in den Kiefer greifen und rumschleudern relativ fatal, wenn sie klappt. Oh, was ist das denn? Sieht zwar nicht gerade aus wie eine freundliche Tür, aber ich gehe durch. Kann wohl nicht durch. Ich kann wohl nur durch grüne Türen. Durch freundliche Türen. Ah, zu viele... Ich kann nichts sehen. So, und jetzt mache ich dich mit dem Messer kaputt. Ich danke dir. Nein. Ja, kein Bock. So. Ach
komm. Dieser eine Sprung, den kannst du mir doch schenken. Hui. So, und dieses eine Teil will ich... Nein, das war natürlich ein Fehler, weil da die komischen Frösche sind, die alles kaputt schießen, was ihnen in die Nähe kommt. Oh, was ist das? Krautland. Was für ein Kraut. So. Dieser Ladebildschirm hat mich unerwartet getroffen. Strange how quiet it is here now. I don't like it. Caterpillar is just beyond the clearing, Alice. Let's sacrifice stealth for speed. Also Schnelligkeit. What the hell? Ach ja, ich bin ja klein. Oh. Cool. Everyone I love dies violently. Unnaturally. I'm cursed. Why go on? I'll just hurt others. No time for self-pity. Evade these savage soldiers and find Caterpillar. Ach ja, Mindrape oder was soll man dazu sagen? Yeah. Naja. Oh Gott, die hat mir aber schon eine respektable Menge an Leben abgezogen, muss ich sagen. Ich darf jetzt keinen Fehler mehr machen. Ach ja, ich bin ja schon den Untergang geweiht, also... Hey, hier kann ich so drüber springen, oder? Sauber. Genauso wollte ich das. So. Das macht er doch mit Absicht. Ganz ehrlich. Als ob der einfach mal so mal rumhopst. Wo soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass das auf einmal dann so eine Brücke ist, auf die ich soll? Ja, Gott verdammt, die Brücke bricht ein. Ach so, das war im Bild vorher genannt. Ja, okay. So, woher soll ich das wissen? Was ist das denn? Ein Stab? Nee, das ist nochmal mein cooler Golfschläger. Wurde er jetzt... Hat er jetzt ein Upgrade gekriegt? Das wäre cool. Jetzt bin ich hier. Yeah! Ah, Mann. Ich treffe einfach nicht. Ich treffe einfach nicht. Ich habe übrigens gar keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Go with the flow. Whatever floats will do. What the hell? Was will der mir immer sagen, hä? Ich habe keine Ahnung. Okay, wieder Lianen schwimmen. Ah! Ah, es geht sogar. Aber bevor ich weiterschwimmen kann, muss ich sogar hochklettern. Wie anspruchsvoll. So, dann schwing mal. Und zack. So, und jetzt kletter ich nochmal eine Weile hoch. So. Und schwingen. Ah, sehr ganz gut, gut geklappt. Besser als ich es von mir gewohnt bin. Mein Gott. Was ist das? Es hat mir Mana gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, was das war. Hä? Hier ist wieder ein... Wieder ein Ausgang. Muss ich hier lang? Naja. Ich guck mal. Lang genug hat das Klettern ja jetzt gedauert.
Aber wo bin ich jetzt hier rausgekommen? Irgendwo, wo ich vorher noch nicht war. Das steht fest. Zack. Sehr schön, ein bisschen Leben in Ehren kann niemand verwehren. Oh, Lianen schwingen. Und endlos viele Tulpen. Bin ich hier überhaupt richtig? Niemand wagt es auch nur, mich zu bestätigen oder sowas. Und anscheinend wurde mein... Wow! Was zur... Was zur Hölle sind das für Viecher? Weg von mir! Oh, sie zerschreddern mich. Sie zerschreddern mich bis zu keinem Ende. Okay. Ich glaube, ich beende auch diesen Part. Was habe ich daraus gelernt? Niemals mit Termiten kämpfen. Oder was auch immer das war. Naja, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.